Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ich bin das Team Felix. Wir sind hier gerade mal wieder bei dem, was wir am liebsten machen, nämlich Soldaten halbwegs stealthig zu eliminieren. War das stealthig? Ich zähle es mal stealth. So, wir sind hier gerade in Lagos Kornspeicher und zack, eliminieren den einen oder anderen Soldaten. Beim letzten Mal haben wir hier Lagos Familie gefunden. Herausgefunden eigentlich mehr oder weniger, dass diese vom Kult des Kosmos festgehalten wurde. Was uns aber nicht davon aushält, alles, was Lagos gehört, zu verbrennen und kaputt zu machen. Diese Fackeln wurden in Schwefel getaucht. Riecht sicher gut. Schmeckt auch sicher sehr gut. So. Wir werden hier Lagos bald konfrontieren. Davor müssen wir aber jetzt nur nochmal dafür sorgen, dass er wirklich keine Verbündeten mehr hat, weil wenn ich in der Festung reinstimme, dann möchte ich möglichst wenig Gegenwehr haben. Und deswegen machen wir, wie gesagt, hier alles kaputt. So. Haben wir auch gleich geschafft. Hier ist noch ein Ostrakon-Rätsel. Kein Wunder, dass es hier so stinkt. Ich habe hier doch das scheiß Ostrakon-Ding gesehen. Das ist doch. Ach, oben. Ah, okay, gut. So, wir haben eh nur noch zwei Wachmänner und dann geht's hier zur Lagos. So. Leute, eigentlich, wenn jemand schon der Archon heißt, dann kann er aber eigentlich nicht gut sein, Mann. Wie gesagt, es ist gut, Odyssey. Lass dich nicht stechen. Aha, hört sich seltsam an. So, und der letzte Kornspeicher. Rappapum! Das wird erreichen. Ohne Korn kann Lagos seine Männer nicht versorgen oder neue anwerben. Verbrennung des vierten Grades abgeschlossen. Und die checken gar nichts. So, dann erlösen wir sie noch von ihrem Leid. Hallo? Merkst du nicht, dass ich deinen Buddy getötet habe? So, Lagosanlage zerstört. Und dann sind wir hiermit fertig. So, Phobos. Du kannst natürlich zu mir her. Wisst ihr, wieso ich das eigentlich gemacht habe? Eigentlich nur wegen dem Kopfgeld. Nicht wegen dem Kopfgeld. Doch, ihr seht, wir haben nur noch ein Kopfgeld. Sondern natürlich wegen dem Wichtigen, und zwar der Hauptaufgabe. Die lautet Standgericht. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Spots. Wir müssen jetzt hier zur Festung. Wir haben ja von Anfang an gesehen, wo die eigentlich ist. Haben aber immer hier gewartet, was wir genau machen sollen. Und ja, ich bin ohne eins, weil natürlich, wir haben jetzt hier für Chaos gesorgt, aber ich meine, ich sorge halt gern für Chaos. Ist halt einfach so. Aber die Sache ist, so ganz schlecht scheint mir der Lager ist nicht zu sein, der Archon. Brasidas ist ja, besteht ja auch auf seiner Unschuld und meint, dass er eigentlich nicht böse sein kann. Boah, das ist wieder irgendein abgeranztes. Ja, genau sowas. Erdrutschbanditen. Sieht nicht schön aus. Die Frage ist, was machen wir? Ich würde sagen, wir hören einfach mal an, was Brasidas zu sagen, der Archon hier zu sagen hat. Am besten halt mit Brasidas und dann schauen wir weiter. Wir haben uns jetzt im ersten Moment mal für Brasidas Plan entschlossen, dass wir eben den Archon hier am Leben lassen. Aber ob wir das wirklich machen, weiß ich noch nicht. Ups. War keine Absicht. Kommt zu der, Mann. Bäm. Und hier meine Minotaurus-Axt hier raus, Mann, die Waffe ist so geil, Mann. Ich sage ja, der Effekt, dass wir jetzt für alle, für unsere Hochleistungsangriffe einen Balken weniger brauchen, Mann. Das heißt, ich kann anstatt jetzt, zwei, weil ich habe ja, glaube ich, sechs, oder nicht, glaube ich, habe inzwischen acht Balken, ich weiß nicht. Einige Balken, aber ich sag mal, ich habe sechs. Kann ich anstatt jetzt zwei Hochleistungsangriffe drei machen, und das ist halt schon geil, wenn ich da wieder mit, Feuerbonus, ey, über sind Söldner, Mann, das ist echt nicht mehr lustig. So. Teleus der Sprachlose. Ja, ich bin auch sprachlos. Die ganzen Scheißdorf sind über Söldner. In dem ganzen Arkadien. Aber egal, ignorieren wir das. Wir haben nämlich gleich die Festung erreicht und dann kommt hier das Highlight der Aufgabe und dann sind wir im Endeffekt fertig und dann geht es zurück zu Pausanias, der ganz sicher der Böse ist. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Sehr, 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 sehr sicher. Festung Samikon. Okay, und das Ziel ist da. Schauen wir mal, Polemarchen ausschalten, ist alles da unnötig. Ist der gibt's hier
Ich wäre mir fast sicher, dass es einen leichten Weg von der anderen Seite gibt. Ja, ich bin schon woanders hin. Ich bin nur ein kleiner Minotaurus, denn ich weiß, dass er seine Minotaurus-Familie will. So, die Festung will ich jetzt nicht erobern. Das wäre jetzt unnötig. War auch davor eigentlich unnötig, aber... wenn schon erfahr. Wenn schon eine Quest gibt, wo wir eine Festung erobern können, dann mache ich das schon. Genau, wie ihr seht. Ah, sehr schön. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, die Felshügel, die sind so nervig. So, ich muss mir hier genau spotten. Nicht, weil ich jetzt kämpfen will. Aber nur, damit ich hier nicht von irgendwelchen bösen Überraschungen übermannt werde. So, wir machen nur kurz das Leuchtfeuer kaputt. Dann kümmern wir uns schon um nichts mehr. Diese Türme, die sind voll blöd, Mann. Die sehen aus, als könnte man da rein, aber man kann nicht rein. Da kann man aber reinschauen. So. Da ist nix, oder? Muss ich echt mit Icarus hier vorschauen. Da ist doch jemand, oder? Ach. Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. So, der nächste Turm, auf dem wir klettern müssen. Man muss auch sagen, das ist halt der Vorteil, weil wir jetzt so viele eliminiert haben. Es sind ehrlich gesagt nicht mehr viele Wachen da. Ich denke mal, hätten wir jetzt nichts gemacht, wäre das um einige schwerer geworden. So, und dann schauen wir mal, was der Archon, ein weiteres Mitglied vom Kult des Kosmos, der ein hohes Kopfgeld hier auf uns gesetzt hat, zu sagen hat zu seinen Verbrechen. Und wie wir mit ihm verfahren werden. Ich wusste, du findest mich, früher oder später. Was hat mich verraten? Du tötest meine Leute, aber du hast auch meiner Familie geholfen. Ich weiß, dass sie nur dank dir in Sicherheit ist. Das war das Mindeste. Die Welt versinkt im Chaos. Der Kult ist schuld daran. Wir leben in Zeiten der Zwietracht. Sparta gegen Athen, alt gegen neu. Und du glaubst nicht, dass die Kultisten das Feuer auf beiden Seiten schüren? Ich weiß, wozu sie fähig sind und was sie in Kauf nehmen. Ich will das Beste für Arkadien. Ich werde dich anhören. Es ist nicht zu spät. Verlasse den Kult des Kosmos und schließ dich Brasidas an. Heute bin ich euer Verbündeter. Woher weiß ich, dass du und Brasidas eure Meinung nicht ändern werdet? Wir können gemeinsam gegen unsere Feinde vorgehen. Du verdienst wahrlich Besseres, als in Angst vor dem Kult zu leben. Du erinnerst mich an den jungen Brasidas. Du gibst mir Hoffnung. Der Kult gab mir dies. Sie sagten, es sei ein Zeichen meiner Ergebenheit. Vielleicht kannst du es gegen sie einsetzen. Ich finde sicher einen Weg. Ich hebe das Kopfgeld auf dich und Myrina auf. Und möge dein Kampf erfolgreich sein. Hab Dank, Archon. Wir wissen das zu schätzen. Du hast meine Familie ganz allein vor dem Kult gerettet. Das war sehr mutig. Wieso? Du hast dir einen König zum Feind gemacht. Pausanias drohte meiner Familie mit Folter und Tod, wenn ich ihn verrate. Pausanias? Hast du einen Beweis? Hier. Der Beweis für seinen Verrat. Danke. Der König der Lügen wird mich kennenlernen. Ares hat mich erwählt, um Sparta zu Ruhm zu führen. Es kann nur einen geben. Und damit schließt sich der Kreis. Und wir können hier die Helden des Kultes eliminieren. Pausanias. Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt sofort eigentlich dagegen, hier ihn zu eliminieren. Weil wir haben ja gemerkt, ganz ernsthaft,
Also wirklich, warst du nur sekundenlang mit dem reden müssen und hast sofort gemerkt, dass der wirklich nicht böse ist und nichts mit dem Kult des Kosmos zu tun hatte. Ihr seht, das entscheidende Zünglein an der Waage war, dass wir seine Familie gerettet haben. Und sofort hat er sich jetzt angeschlossen. Also ganz ernsthaft, Mann, der König der Lügen ist ganz klar jemand anders. Und zwar, es ist Pausanias. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir ihn hier im Leben gelassen hätten. Weil die Frage wäre, was wäre unser Beweis gewesen? Wie gesagt, ich hab's vorher schon gemeint. Ich habe vorher schon mal angesprochen. Ich war eigentlich schon überzeugt, dass Pausanias der Böse ist. Aber mit welcher Überzeugung? Wir gehen hin und sagen, Pausanias ist Teil des Kultes. Okay, es wird Archidaes sagen. Wo ist der Beweis? Ja, habe ich keinen. Und ich habe immer noch Kopfgeld. Du hast mir angelogen, Mann. Ja, okay, wir haben bisher sehr viel rumgewütet hier. Aber nichtsdestotrotz, es ist sehr schön, dass wir es geschafft haben. Und wie gesagt, es war es auch wirklich richtig, den Archon hier am Leben zu lassen, weil das doch ein guter Kerl ist. Das hat man wirklich gemerkt. Und der hat definitiv den Tod nicht verdient. So, das Kopfgeld, ach, das nehme ich mir nicht übel. Hab mal ein bisschen Spaß hier. So, wir rennen zurück nach Sparta. Das Kopfgeld ist vom Tisch. Lagos ist am Leben. Na? Ich wusste, wir finden eine gewaltfreie Lösung. Dieser Kultist verdient den Tod. Lagos war ein Opfer des Kults. Er hat nicht dasselbe Schicksal verdient. Der Kult des Kosmos würde seine eigenen Kinder fressen, wenn es ihm nützt. Lagos nicht. Er wurde von König Pausanias erpresst. Er hielt Lagos Familie als Geiseln. Ich kann es beweisen. König Pausanias? Wir müssen ihn in Sparta damit konfrontieren. Du hast recht. Wir haben genug getan. Zeit, nach Sparta zu gehen. Ja, es wird höchste Zeit. Sehr gut. Dann verabschiede ich mich, Alexios. Ich werde deine Taten hier nicht vergessen. Es war schön, dich wiederzusehen, Myrine. Obwohl wir nicht immer einig waren, hoffe ich, du erhältst dein Haus bald zurück. Arkadien ist wieder sicher. Und das Kopfgeld ist aufgehoben. Wir können unbesorgt reisen. Dann lass uns weiterziehen. Auf mich ist noch ein Kopfgeld ausgesetzt. Interessiert das niemanden? Nein? Okay. Kultist Lagos besiegt. Besiegt, nicht eliminiert. Finde ich schön. Ich finde wirklich, wir haben das Richtige getan, weil Lagos hätte definitiv nicht den Tod verdient. Ich finde, das wäre wirklich unfair gewesen für das. Also klar, ja, Myrin sagt das jetzt mal. Natürlich haben alle Kultisten Mitglieder verdient, aber ich finde, das stimmt nicht. Ich finde, das stimmt einfach nicht. Lagos war ein guter Kerl und das hat er hier auch irgendwie mehr oder weniger bewiesen. So, was machen wir denn eigentlich jetzt? Ich würde eigentlich ganz gerne mal was anderes versuchen. Und zwar, ich will meine Quest hier loswerden, die ich jetzt hier habe. Und zwar hier die hier. Oder? Warte mal. Bevor wir weitermachen, ich muss jetzt mal schauen. Wo sind noch die legendären Tiere, die wir jetzt noch haben? Zip, 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 zip. Auf irgendeiner Insel, auf der wir noch nie waren, oder? Nö. Wo? Ah. Cool. Okay, Lakonien. Dann? Weil ich will jetzt das mit dem mythologischen Bestien machen. Wo ist der? Der Krit. Der Kirsti haben wir abgestanden. Die Bär, den Kalista haben wir auch abgestanden. Die Krokethyäne. Ist auf einer Insel in Kriteria. Oh. Da unten. Ja, das können wir auch machen. So, da werden wir mal wieder auf unsere gute Insel Kriteria reisen. Erinnert euch vielleicht noch, vielleicht ist da jetzt ein neuer Gotteskult entstanden. Das wissen wir nicht, weil erinnert euch noch, da war doch der Spinner dann, der uns zum Zyklopen geführt hat. Machen wir das, dann erledigen wir noch... Oh, die Hyäne, das wird eklig werden, aber das kriegen wir schon hin. Erledigen wir noch das Tier in Lakonien und dann haben wir die Quest abgeschlossen. Boah, das war... Also diese Artemis-Quest, wenn ihr überlegt, Mann, die haben wir vor 40 Stunden oder so angenommen, Mann. Also wirklich, ja, Ewigkeit. Das hat sich keine Quest so lange hingezogen, Mann. Und okay, in den letzten Parts waren wir ziemlich aktiv. Wir haben jetzt zwei Bestien besiegt in den letzten paar Parts. Also wir waren schon, die Bären haben wir besiegt
und den Stier, genau. Und ja, jetzt folgen noch die letzten beiden. Aber die Quest hat sich wirklich lang hingezogen. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich gesehen habe, boah, Level 50, Level 60 Quest. Okay. So. Ein blutiges Festmahl. Nein, 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 nicht annehmen. Bitte nicht annehmen. So, Plätze. So, genau. Reisen wir dorthin. Eigentlich hätten wir gegen den Stier kämpfen müssen, indem wir mit unserer Maske gegen ihn hauen. Aber wir sind ja selber Stier, Mann. Wir sind selber der Minotaurus, Mann. So. Hört ihr da übrigens jenen? Ich höre sie. Ich hasse jenen, weil die sind schnell, agil und das ist genauso etwas, was ich nicht haben will. Was ich auch nicht haben kann, Mann. Aber sie sollte ziemlich wenig Leben haben. Das heißt, wenn wir es gut angehen, könnten wir schaffen, die zu eliminieren, wenn wir gut mit Feuer kämpfen. Also wenn wir mit Feuer kämpfen, dann immer ein bisschen ausweichen. Ich bin schon entdeckt. Oh. Sie hat mich hier schon entdeckt. Alter! Alter, dieses Lachen. Dieses Lachen. Komm. Yo. Aber gegen unsere unbezwingbare Kombi hilft nichts. So, und wir sind Level 47, Mann. Alter, dieses Lachen. Gehört man. Alter Fall, das war ja richtig spooky, Mann. So, Level 47. Oh, meine Leute, wir sind zu überpowered, Mann. Wir sind zu überpowered. So, Krokatusbau haben wir auch abgeschlossen. Da haben wir den Opferaltar her. Wurde wenig geopfert, wahrscheinlich in der letzten Zeit wurde hier nicht, aber. Und dann genießen wir nochmal die Aussicht. Die Welt von Odyssey, sie ist so riesig und trotzdem, nach über 50 Stunden Spielzeit, die wir hier schon reisen, sind wir immer noch nicht fertig mit der Welt. Wir haben immer noch den ganzen oberen Teil hier mit Lesbos und den anderen Inseln, wo wir uns bald hintrauen können. Jetzt gehen wir erstmal hier in den Fähigkeitsbaum. Ah, welche Fähigkeit machen wir denn? Das ist halt jetzt die Qual der Wahl. Entweder wir machen eine Bogenfähigkeit, was ich jetzt nicht empfehlen würde. Oder wir machen hier was. Verschieße einen Geisterpfeil, der 260% Jägerschaden anrichtet und Schilde, Gegner und sogar Mauern durchdringt. Das hört sich schon cool an, aber brauche ich das? Ach, ich tue es. Offenbarung upgraden, Mann. Das ist mir doch wurscht. Lohnt sich zwar nicht, aber egal. Kann ich noch was mit meinem Schiff machen? Oh, warte mal. Ich habe keine neue Galionsfigur, Mann. Stimmt. Den Minotaurus, Mann. Natürlich den Minotaurus. So. Und hier werde ich wahrscheinlich nichts machen. Oder? Warte mal. Brauche ich wieder eine Tafel. Ich kann meine Wurfsperre upgraden. Machen wir das. So. Und dann brauchen wir auch 5. So. Ja, und die Feuerschalen. Nö. So, lala. Dann haben wir jetzt als nächstes Ziel dann die letzte wichtige Beste hier zu eliminieren, und zwar den Lykanwolf. Den werden wir eliminieren und dann geht es hier zur großen Konfrontation mit den zwei Königen. Vielleicht werde ich jetzt mal wieder ein bisschen hier offscreen mal ein bisschen wieder spielen. Oh, ihr seht, Arkadien fällt jetzt hier. Wollen wir Arkadien verteidigen oder helfen wir Alice hier? Tja, dann war es das eben mit dem Archon hier, mehr oder weniger. Das sehen wir. Jetzt aber machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit der Assassin's Creed Odyssey. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.